Ist es in Ihrem Geschäft auch so, dass Sie Angebote schreiben müssen, um Aufträge zu erhalten? Möglicherweise sogar viele Angebote, um Aufträge zu erhalten, sehr viele Angebote, um Aufträge zu erhalten. Haben Sie manchmal sogar das Gefühl, ich produziere gar nicht mein eigentliches Produkt, meine eigentliche Dienstleistung, sondern ich produziere vielmehr Angebote? Wie schön wäre es, wenn wir es schaffen würden, aus unseren Angeboten aktive Verkaufshelfer zu machen? Und wie das geht, da habe ich Ihnen heute ein paar Tipps mitgebracht. Mein erster Tipp wäre, machen Sie es doch so und bringen Sie in Ihrem Angebot eine Seite rein, wo es heißt, so haben wir Ihre Ausgangssituation verstanden. Und nun zählen Sie auf, möglichst wortwörtlich, was Ihnen der Kunde erzählt hat. Warum? Erstens, Sie führen sich selbst noch einmal vor Augen, was will der Kunde wirklich? Passt mein Angebot auch? Und zweitens, der Kunde wird sagen, wow, endlich mal ein Anbieter, der mich verstanden hat, weil er findet sich ja in diesen Aussagen wieder. Mein zweiter Tipp wäre, bringen Sie Emotionen in das Angebot rein. Schauen Sie mal hier, das ist ein Angebot von einer Veranstaltungshalle. Das kann so aussehen, das kann aber auch so aussehen. Emotionen durch Bilder, durch Sprache, durch Worte. Denn hinter jedem Einkäufer steckt auch ein Mensch und wir wissen, wir sind von unseren Emotionen und Gefühlen geprägt und wir entscheiden sehr oft mehr aus dem Bauch heraus und weniger aus dem Hirn, als wir das denken. Wir benutzen bei uns in der Firma diese Stifte und wenn diese Stifte leer sind, dann kann man die Mine wechseln. Und auf dieser Mine steht drauf, Spitzenfassung aus Edelstahl. Was heißt das? Was für einen Nutzen habe ich davon? Und das wäre mein nächster, dritter Tipp an Sie. Bringen Sie nicht Eigenschaften in Ihrem Angebot, sondern zeigen Sie auf, welcher Nutzen aus diesen Eigenschaften für Ihren Kunden entsteht. Das ist sehr, sehr viel mehr wert. Dann ein wichtiges Thema, in vielen, vielen Angeboten sind immer noch Fragen offen. Sind immer noch Dinge drin, die nicht klar sind. Wie soll denn der Kunde da unterschreiben können? Also legen Sie immer höchsten Wert darauf, dass Ihre Angebote pfannenfertig sind. Dass der Kunde nur noch unterschreiben muss, denn dann haben Sie auch die Chance auf eine Unterschrift, sonst nicht. Ein weiterer Tipp, wo ich Ihnen geben kann, ist, geben Sie in Ihrem Angebot Referenzen an. Nennen Sie Namen, nennen Sie Firmen mit Telefonnummer, mit E-Mail-Adressen, wo der Kunde bei Wunsch mal nachfragen kann, wie Ihre Leistung denn dort war. Die Erfahrung hat gezeigt, die wenigsten machen es, aber es bringt große Sicherheit, es macht großen Eindruck. Also deswegen ist das nochmal ein ganz wertvoller Tipp. Natürlich muss man die Menschen, die man hier anfügt, vorher um Erlaubnis fragen. Mein letzter Tipp, wie Sie aus Ihren Angeboten aktive Verkaufshelfer machen, ist, fassen Sie zum Schluss noch einmal zusammen, warum der Kunde bei Ihnen kaufen soll. Wir haben es genannt, gute Gründe, um bei uns zu kaufen. Und da führen Sie nochmal alles auf, was für Sie spricht. Warum? Ganz einfach, oft ist es so, dass der Einkäufer, also unser Ansprechpartner, unser Angebot intern auch noch verkaufen muss. An seine Frau, an die Bank, an den Vorstand. Und da ist es für ihn sehr, sehr wertvoll, solche guten Gründe nochmal an die Hand bekommen zu haben. Ich hoffe, da ist der eine oder andere Tipp dabei, der Ihnen hilft, aus Ihren Angeboten noch mehr Aufträge zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen.